Wer war Martin Luther? Kirche to go hat wichtige Stationen aus seinem Leben zusammengefasst. Martin Luther stammt aus dem heutigen Sachsen-Anhalt und wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren. Sein Lebensweg führte ihn von dort unter anderem nach Magdeburg, Eisenach, Erfurt, Wittenberg, Rom, Köln, Heidelberg, Leipzig, Worms und Marburg, bis am 18. Februar 1546 mit 62 Jahren in Eisleben starb. Er studierte zunächst Rechtswissenschaften, geriet aber in dieser Zeit in eine Lebenskrise. In einem schweren Sommergewitter am 2. Juli 1505 geriet er der Überlieferung nach in Todesangst und beschloss, Mönch zu werden. Er wurde Doktor der Theologie und bekam eine Professur für Bibelauslegung in Wittenberg. Am 31. Oktober 1517 kritisierte Luther den Ablasshandel der Kirche in Deutschland. Mit den Ablassbriefen konnten sich Menschen angeblich von der Kirche die Sündenvergebung erkaufen. In 95 Thesen sprach er sich gegen die Politik der Kirche aus. Dies war der Beginn der Reformation, in deren Folge die evangelische Kirche entstand. 1518 wurde der sogenannte römische Prozess gegen Luther eröffnet. Der Reformator beharrte auf seine Thesen. Um Martin Luther zu schützen, wurde er 1521 auf Anweisung des sächsischen Kurfürsten Friedrich des Weisen auf die Wartburg entführt. Dort nutzte Luther die Zeit des Wartens und übersetzte das Neue Testament in die deutsche Sprache. Die erste Ausgabe erschien 1522. Noch während der sogenannten Bauernkriege heiratete der ehemalige Mönch Martin Luther die ehemalige Nonne Katharina von Bora. Bis zu seinem Tod im Jahr 1546 schrieb der Reformator noch viele Texte, dichtete Kirchenlieder und setzte sich unter anderem für die Umgestaltung des Schulwesens ein.